Hallo, hier ist Alex von der Date.de. Heute haben wir im Test das Microsoft Surface Pro. Das hat bei unserer Ausstattung 128 GB und ein Full-HD-Display. Der Prozessor ist ein Intel Core i5 Prozessor mit einem Intel HD 4000 Grafikchip und zusätzlich hat es 4 GB Arbeitsspeicher. Wir sehen hier das Surface von außen. Auf der linken Seite kann man schon sehen, da war der Anschluss für den Strom hinten, den Ständer zum Aufklappen mit der rückseitigen Kamera. Hier nochmal zu sehen, der Display-Anschluss, der Stromanschluss, der Micro-SD-Karteneinschub. Man sieht hinübergehend auf der anderen Seite den USB 3.0-Anschluss, die Lauter- und Leiser-Tasten und den Headset-Anschluss. Durchgehend ist der Lüfter-Schlitz und die Kamera auf der Rückseite und der Ein- und Ausknopf, den wir oben rechts haben. Jetzt sehen wir noch einmal die Tastatur. Die kann per Magnet angeheftet werden. Das ist das Typecover. Das ist die etwas größere der beiden Tastaturen. Sie ist etwa 3 mm dick und kann zusätzlich oder im Paket erworben werden. Ich gehe dann nachher nochmal genauer drauf ein. Die Tastatur kann zusammengeklappt werden und man sieht, es ist im Grunde wirklich ein Tablet. Diesen kleinen Ständer, der eingebaut ist, kann man einfach aufklappen oder zuklappen. Mit dabei ist auch der Stift. Wenn man jetzt die Tastatur anmachen möchte, dann sieht man, wie einfach das geht. Das ist einfach per Magnet. Man muss es nur in die Nähe der Tastatur halten, das Tablet, und schon hält es zusammen. Genauso kann man es auch wieder abmachen. Also das ist wirklich sehr simpel. Es gibt noch die zweite Tastatur, die hellblaue hier im Bild. Das ist das Touchcover von Microsoft. Das ist auch eine Tastatur, die allerdings sehr viel dünner gehalten ist als dieses Typecover. Diese Tastatur hat keine richtigen Tasten, sondern mehr Druckknöpfe, welche sich auch gut drücken lassen. Dadurch ist es halt einfach sehr viel dünner gehalten. Auf den Rückseiten sieht man, das Typecover hat eine Art Filz, das Touchcover hat auch eine Kunststoffrückseite. So, dann gehen wir weiter. Wir sehen, das kann man genauso per Magnet an das Surface anschließen. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen den Tastaturen. Genauso kann man es natürlich auch zusammenklappen. Man sieht halt, das gibt es auch in mehreren Farben. Da kann man einen schönen farblichen Akzent bekommen. Das ist eben beim Typecover nicht so. Das wird von Microsoft nur in der Farbe Schwarz hergestellt. So, jetzt mache ich einmal einen kleinen Test vom Tippen. Mit dem Typecover lässt es sich gut schreiben. Allerdings sind die Tasten ziemlich laut vom Tippanschlag und auch sie sind nicht ganz vergleichbar mit einer Tastatur von einem Laptop, weil sie einfach eine extrem geringe Einpresstiefe haben. Also man kann ganz gut mit der Tastatur schreiben, aber es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit einer normalen Laptop-Tastatur. Natürlich ist es wesentlich besser als eine normale Touch-Tastatur, das ist ganz außer Frage. Mit dem Touch-Cover sieht man, man kann auch gut schreiben. Man muss sich allerdings relativ stark an die Tastaturart gewöhnen. Wenn man nur leicht draufdrückt, ist es noch nicht so, dass die Taste ausgelöst wird, sondern man muss wirklich auf den Knopf drücken. Das heißt, man kann auch mit den Fingern spüren, auf welcher Taste man ist, bevor man wirklich die Taste auslöst. Das ist der große Vorteil gegenüber dem Touchscreen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist meiner Meinung nach diese Tastatur besser als die andere. Natürlich ist es eine leichte Umgewöhnung, man muss da viel Zeit reinstecken, dass man wirklich tippt, wie man gewohnt ist. Aber im direkten Vergleich finde ich die auf lange Sicht gesehen besser. Das Typecover ist außerdem relativ wackelig, also das sieht man, wenn man drauf tippt oder so. Das ist einfach beim Touchcover nicht der Fall. Also dieses Touchcover ist wirklich einfach flach und das Typecover, ich drücke jetzt hier nochmal drauf, man sieht einfach, wie die gesamte Tastatur sich verformt, wenn man irgendwo drauf drückt. Und das ist nicht so optimal gelöst, einfach von Microsoft. Also es hätte ruhig sehr viel stabiler noch verbaut werden können. Und beim Typecover da einfach aufgrund der Dünne ist da gar nichts zu verbiegen. Das hier ist der mitgelieferte Trafo. Als kleines Gadget hat er noch einen USB-Anschluss direkt mit eingebaut. So, jetzt widmen wir uns mal der Software. Windows 8 Pro ist hier natürlich drauf installiert. Wie man es von seinem heimischen Computer wahrscheinlich auch kennt. Aufgrund des Touch-Bildschirms ist es natürlich absolut optimiert für Windows 8. Also das Windows 8 lässt sich in der Metro-Oberfläche absolut problemlos bedienen. Also man sieht auch Webseiten
ohne irgendwelche Ruckler, ohne irgendwas. Kann man einfach bedienen jetzt im Internet Explorer. Wenn man auf Einstellungen geht, dann kommt man immer auf die Einstellung der gerade laufenden App. Also, das ist schon ziemlich gut gelöst, alles von Microsoft. Es funktioniert auch gut. Man muss halt bedenken, es gibt natürlich noch nicht so viele Apps für Windows 8, wie es normale Windows-Computerprogramme gibt oder wie im Android-Markt. Hier sieht man den Store. Viele sind kostenlos. Es gibt auch welche, die was kosten. Aber die gesamte Auswahl ist einfach extrem begrenzt derzeit. Aber bei Windows 8 Pro ist es ja eh nicht so schlimm, denn man kann ja die normale Software auch laufen lassen. Ja, jetzt habe ich mal die App Wikipedia installiert. Man sieht, sie ist dann direkt auf der Oberfläche als eine Kachel und man kann sie direkt starten lassen. Also die Installation von Apps ist wirklich sehr unproblematisch und ist wie bei Android oder beim iOS-Geräten so gehalten. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach gemacht und einfach gelöst. Also man kann hoffen, dass in Zukunft mehr Programme davon rauskommen. So, wie ja schon kurz zu sehen war, ist auch ein Stift mitgeliefert bei Microsoft Surface Pro, ein Stylus. Ein Digitizer, um es genau zu sagen. Mit dem habe ich jetzt in diesem Zeichenprogramm einmal ein paar Tests gemacht, etwas gezeichnet. Das ist einfach meiner Meinung nach der Hauptgrund für solche Stifte, einfach genaues Arbeiten. Zum Beispiel beim Zeichnen oder beim Schreiben von handschriftlich geschriebenen Texten. Weil die restliche Bedienung ist ja problemlos auch mit den Fingern möglich. Nur eben, wenn es auf genaue kleine Sachen ankommt, dann sollte man so einen Stift verwenden. Der hat auch einen kleinen Knopf auf der Unterseite an dem Rand und auf der Rückseite ist noch eine Art Radiergummi. Je nach Programm wird es unterstützt oder weniger. Zum Beispiel OneNote hat immer für solche Stifte eine sehr, sehr gute Unterstützung. Und die meisten anderen Programme nehmen die Rückseite genauso wie die Maus. Also die unterscheiden das einfach nicht. Und der kleine Knopf, wo mein Zeigefinger momentan drauf ist, das ist etwa der rechte Mausklick. So könnte man das etwa interpretieren. Ich gehe jetzt gleich in die Desktop-Oberfläche, weil, wie gesagt, Windows 8 hat ja auch die Desktop-Oberfläche und Windows 8 Pro unterstützt ja auch alle Programme davon. Auf dem kleinen 10-Zoll-Display vom Microsoft Surface ist die Bedienung allerdings nicht optimal mit den Fingern. Gott sei Dank kann man sagen, hat die Tastatur auch eine Art Mauspad, wie von normalen Laptops. Weil die normale Fingerbedienung ist einfach nicht optimal. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel beim Scrollen. Wenn man den Balken erwischt oder wenn man leicht daneben ist und auf der Seite scrollt und nach oben und unten geht, das ist halt einfach sogar die entgegengesetzte Wirkung. Wenn man trifft und nach oben geht, geht es nach oben. Wenn man nicht trifft und nach oben geht, scrollt die Seite nach unten. Also das ist nicht gut gelöst. Genauso wie das Markieren von Objekten mit dem Finger, das ist. Es ist einfach nicht 100% dafür angepasst. Also die alte Desktop-Oberfläche hat Microsoft nicht viel verbessert. Im Gegensatz zu Windows 7 in Bezug auf die Touch-Steuerung. Wir sehen, mit dem Stylus kann man das natürlich alles etwas besser lösen, weil die Spitze halt sehr viel dünner ist. Hier sieht man auch, die Rückseite wird vom Windows-Desktop einfach als normaler Mauszeiger erkannt. Die Bedienung ist somit auch nicht ganz ideal. Die Akkulaufzeit des Surface Pro ist ziemlich kurz, 4 bis 5 Stunden, mehr hat man schon nicht. Also, das könnte durchaus länger sein. Wenn der Akku leer ist, muss man den seitlich magnetisch befestigten Stift entfernen und einfach das Trafokabel wieder einstecken. Und schon wird es aufgeladen. Und wie gesagt, es muss schon relativ häufig vorkommen, dass man es wieder aufladen muss. Microsoft hat mit dem Surface Pro ein sehr gutes Gerät gemacht. Die Hardware ist absolut top, die Software ist ein normales Windows 8, was sicherlich nicht jedem gefallen wird. Wenn euch der Test gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Bis zum nächsten Mal.